Heute habe ich originalamerikanisches Rootbier. Und zwar einmal Mug Rootbier und A&W Rootbier. Bestellt bei American Soda, wie auch die anderen Sachen aus dem US-Special. Ich dachte immer, Rootbier wäre halt einfach nur die amerikanische Version von unserem Malzbier. Ist aber wohl was komplett anderes. Heißt übersetzt Wurzelbier und ist wohl eher sowas wie eine Kräuterlimonade oder ich weiß nicht. Und dann gibt es halt den Root Beer Float, den ich auch mal unbedingt ausprobieren wollte. Also Root Beer und eine Kugel Vanilleeis im Glas. Erstmal. Ich teste das Mug-Root-Bier zuerst. Mug. Ganz komisch. Ich komme nicht drauf, woran mich der Geschmack erinnert. Es ist keine Cola und auf keinen Fall Malzbier, also es ist überhaupt kein Malz. Irgendwas aus der Apotheke. Oder so eine Art Kräuterbonbons irgendwie aufgelöst. Irgendwas. Also es ist wirklich Kräuterlimonade, so kann man sich das vorstellen. Irgendwoher kenne ich den Geschmack. Ob es Medizin aus der Apotheke ist oder diese Salbei-Hustenbonbons. Nicht in die Richtung von Jägermeister, aber könnte man vielleicht so in, naja, doch eigentlich so in der Gruppe einordnen. Ganz komisch. Schmeckt, ja, ich weiß nicht. Es schmeckt gut, aber hat doch so eine Art so Medizin irgendwie Verbindung. A&W ist, glaube ich, auch eine etwas größere Marke. Da gab es ganz viele verschiedene Sorten, auch normale Limonade, glaube ich. Ja, schmeckt fast genauso. Ich glaube, dass dies hier ein bisschen kräftiger schmeckt. Glaube ich zumindest. Ganz schwer zu sagen. Also der Geschmack ist sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Das sind wirklich nur Nuancen. Ganz, ganz, ganz kleine Unterschiede. Gefällt mir eigentlich irgendwie, aber ich weiß nicht. Sekunde. Der Witz ist, ich habe so eine kleine Kühltruhe, dass ich nicht diese. Mittlerweile kann man Vanilleeis nur noch in diesen riesigen 3 oder 5 Liter Boxen kaufen. Die passen noch nicht mal in meine Kühltruhe. Und dieses Ding hier kostet, glaube ich, 69 Cent oder so waren es. Ein bisschen teurer als die anderen, aber ich versuche mal eine anständige Kugel hier rauszuholen. Naja. Okay.
Ich war natürlich auch so schlau und habe jetzt keine Strohhalme gekauft. Ja, ich glaube, das ist eine dumme Idee jetzt. Ja, okay, noch schmecke ich das Eis nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe auf Wikipedia extra nachgeguckt, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob man das umrühren soll oder auflösen lassen soll oder ob man das jetzt einfach trinkt oder löffelt oder ich keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Also mit einem normalen Milchshake mit Eis würde ich es jetzt nicht vergleichen, aber geht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was daran so besonders sein soll. Also so stark verändert sich der Geschmack durch das Vanilleeis auch nicht. Aber ist schon interessant irgendwie. Ist schon ein bisschen wie ein Milchshake halt und dieser Kräuterlimonadengeschmack wird auch ein bisschen, glaube ich, abgeschwächt. Geht, ich hätte es mir anders vorgestellt, aber geht eigentlich. Heute habe ich eine Steinofenpizza mit Currywurst und Pommes. Gab es für 1,19 Euro.